Hallo Leute und willkommen hier bei Mi AppleCat. Heute sprechen wir über die BMC T2 Kopfhörer von Blitz Max. Das hier ist die Packung, die ist uninteressant. Wir legen direkt los. Das sind die Kopfhörer und das Besondere ist, die haben ein Open-Ear-Design. Erstmal hier das Case, ihr seht es, relativ groß natürlich, dafür nicht allzu dick. Wir haben hier eine Statusanzeige für den Akkuzustand. Auf der Rückseite ein USB-C-Anschluss zum Aufladen. Das Case ist in 1,5 Stunden vollgeladen und bietet dann insgesamt 4 volle Ladungen für die Kopfhörer, die hier drin stecken. Und die Kopfhörer selbst, die halten bis zu 10 Stunden durch. Das heißt, man hat hier 40 plus 10, maximal 50 Stunden Wiedergabe. Ihr seht, die liegen hier drin. Die sind natürlich relativ groß, da sie ums Ohr rumgeschlungen werden. Das hier ist ein Kopfhörerchen. So schaut das Ding aus. Erstmal schön ungewöhnlich, deswegen habe ich mir die auch angeschaut. Open-Ear-Design, das heißt, hier geht nichts in den Ohrkanal rein, sondern die Kopfhörer liegen quasi vor dem Ohrkanal hiermit und strahlen dann den Ton direkt ins Ohr ab. Wir sehen hier einmal noch die Punkte zum Aufladen. Die Gegenpunkte haben wir hier, die Pins, und dadurch wird dann hier aufgeladen. Wir haben einmal hier noch ein Mikrofon dran, kann man hier schön sehen. Hier steckt logischerweise der Akku drin, da steht auch hier, ob rechts oder links. Das Ganze ist natürlich ein bisschen flexibel, man muss es sich ja über das Ohr drüber ziehen. Und insgesamt, wenn man hier genau rumgeht und sucht, findet man überall kleine Löcher. Denn jeder der Kopfhörer hat 4 Mikrofone eingebaut, dient dazu, dass elektronisch der Hintergrundgeräuschpegel rausgefiltert wird, wenn ihr mit den Dingern hier über euer Telefon telefoniert, damit das möglichst ja gut von der Qualität dann wird. Ist so elektronisches Noise Cancelling, aber nur für Telefonate für euer Gegenüber. Ansonsten gibt es hier nur noch ein Knöpfchen dran, das ist hier unten das, damit kann man einiges bedienen. Play, Pause, wenn man 2-mal drauf drückt, springt man einen Titel vor, 3-mal drücken, einen Titel zurück. Und beim gedrückt halten, entweder je nachdem, ob man es rechts oder links macht, wird die Lautstärke erhöht oder abgesenkt. Also man sieht eigentlich alles dabei, was man braucht. Ja, und das Ein- und Auslegen hier geht, wenn man es mal raus hat, wirklich ganz gut. Ne? Man nimmt die Dinger einfach raus und wenn man fertig ist, nochmal reinlegen, zack. Das funktioniert dann direkt schön magnetisch, werden die gehalten. Wir machen natürlich wie immer den kleinen Schütteltest. Und ja, man kann sie rausschütteln, ne? Aber wer macht das schon im Alltag? Wichtig ist, reinlegen, rausnehmen, geht flott und einfach. Zack, erledigt. Jetzt will ich wieder hören, rausnehmen und hinters Ohr klemmen. Und ja, wir haben hier noch eine kleine Akkuanzeige, seht ihr hier. Die zeigt euch an, wie viel Prozent noch hier im Ladecase drinstecken. So, jetzt kommen wir zum Tragekomfort und zum Sound. Das ist ja ganz wichtig. Ich will ganz ehrlich sein, ich habe nicht viel erwartet hiervon. Ich dachte mir, naja, was soll das schon bringen? Habe sie zum ersten Mal angezogen, gepairt mit dem Smartphone. Ging super einfach. Bluetooth 5.3 ist hier verbaut. Und der Ton, der ist richtig gut. Du, ich habe abgespielt und dann dachte ich, meine Güte, ey, das ist ja ein richtig guter Sound. Also ohne Quatsch jetzt hier, ohne irgendwie falsche Werbung machen zu wollen, ich fand den Ton richtig, richtig gut. Hat sich irgendwie so ähnlich angehört, als würde ich mir hier quasi das iPhone vors Ohr halten. Richtig guter Sound. Und ich habe sie genutzt, wo? Hauptsächlich im Training. Dann habe ich nichts in den Ohren drin gehabt und ich habe noch natürlich die Umgebungsgeräusche gehört, da ja hier der Ohrkanal nicht verschlossen wird. Das heißt, ihr habt keine Geräuschisolation, einmal physisch, dadurch, dass was im Ohrkanal drin steckt, aber auch kein Active Noise Cancelling. Das muss man wissen. Das ist ein Vorteil oder Nachteil, je nachdem, wie man es sieht, ne, für laute Umgebungen im Zug oder irgendwo in der Stadt rumzulaufen. Ja, man hört natürlich alles, was noch rundherum stattfindet. Man ist nicht verkapselt und bekommt nichts mehr mit. Ist natürlich im Straßenverkehr und so durchaus sinnvoll, dass man noch mitbekommt, wenn irgendwas passiert um einen rum. Und in ruhigen Umgebungen stört das nicht weiter. Auch für Leute, die sagen, ich habe nicht gern was im Ohr stecken, das finde ich unangenehm oder es tut mir sogar weh. Für die ist sowas natürlich eine tolle Lösung. Wobei, ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich habe die maximal so 2 Stunden am Stück angehabt. Und das ist sehr angenehm und sehr ungewöhnlich und ungewohnt am Anfang. Als ich die angezogen habe, dachte ich, oh, das fühlt sich ganz komisch an. Ich spüre vorm Ohr gar nichts. Man spürt nur hier diesen Bügel, der hier so ums Ohr ein bisschen rumgeht und natürlich auch hier den Akku hinterm Ohr so leicht. Hat mich am Anfang nicht gestört. So nach 2 Stunden hatte ich so ein leichtes Druckgefühl hinterm Ohr hier so in diesem Bereich. Ne? Aber es war jetzt nicht schmerzhaft, aber es hat angefangen so leicht unangenehm zu werden. Ansonsten war ich echt
echt beeindruckt. Also ich habe hier die Musik gehört, ne, ein bisschen Musik beim Training und so. Gar kein Problem, hat sich gut angehört. Natürlich, die Leute in eurer Umgebung, die hören ein bisschen mit. Ne? Das heißt, die hören, was hier abgeht. Als ich das auf der Couch anhatte und ich habe so 3 Meter von meiner Freundin weggesessen, konnte die genau sagen, welchen Song ich gerade höre. Also klingt dann so ähnlich, als würde jemand wirklich extrem laut mit in ihr Kopfhörern was hören, wo man ja mitunter auch mitbekommt, was da abläuft. Also, das sind so Vorteile und Nachteile. Muss man dann wissen, ob einem das egal ist, wenn der andere dann nebendran hören kann, was man sich gerade reinzieht oder ob einen das stört. Die Telefonfunktion ist auch in Ordnung, also da gibt es auch nichts großartig auszusetzen. Sind insgesamt echt schöne Kopfhörer, die hier. Die haben mich sehr überrascht für den Preis von UVP. Was war's? 50, 60 Euro kann man hier die Dinger bekommen. Die liegen immer in so einer Preis-Range bei Amazon zwischen 40 und 60 Euro in der Regel. Da gibt es oft Rabattaktionen. Ne? Wenn ihr euch dafür interessiert, schaut einfach mal in meinen Link hier unter dem Video und schaut mal nach, ob es da gerade eine Rabattaktion gibt. Aber alles in allem kann ich sagen, das sind echt gute Kopfhörer. Die haben einen guten Klang, die haben ein bisschen Bass, ein bisschen Volumen. Die klingen nicht muffelig oder irgendwie extrem dünn. Ich war total überrascht von dem Sound. Nicht der allerbeste, den ich je gehört habe, aber hier mit Musik hören macht Bock. Podcast hören auch. Ihr könnt damit alles hören. Es ist einfach wunderbar, ein guter, ausgewogener Klang. Also interessant. Ich fand die so interessant. Durch dieses Design Open Ear. Ich glaube, das habe ich bisher noch nie getestet und wurde sehr positiv überrascht. Fühlt sich auch alles gut, robust an. Also hier habe ich keine Sorgen, dass das irgendwie schnell kaputt geht. Auch beim Training, ich habe die Dinger voll geschwitzt wie Hulle. Gar kein Problem. Können die locker ab, auch wenn es da mal regnet oder die werden sonst irgendwie ein bisschen nass. Das macht denen gar nichts aus. Also echt schöne Kopfhörer. Wenn ihr irgendwie Probleme habt und sagt, ich will nichts in den Ohren haben, Noise Cancelling brauche ich nicht. Ich kann ruhig von der Umgebung was mitbekommen und ich habe dann eine Tasche oder eine große Hosentasche für das Case, denn ja, vom Design her natürlich bedingt ist es ein bisschen größer. Ne? Das ist jetzt hier nichts für in die Skinny Jeans unbedingt reinzustecken, aber in so eine Trainingstasche oder sonst irgendwo kriegt man die auch locker rein. Ist zum Glück ja relativ dünn, ne? Wenn ich das mal hier so vergleiche. Dicker wie ein iPhone, aber jetzt kein Riesenklopper, aber halt die Fläche. Die ist ein bisschen größer. Insgesamt muss ich sagen, darf ich sagen, Blitzmax, yep, schön gemacht. BMCT2, der Name, der ist verbesserungswürdig. Die Kopfhörer wunderbar, die pairen sich auch immer direkt, wenn man hier das Case öffnet. Dann hört man schon einmal Piep und dann sagen sie gepairt, verbunden mit dem Smartphone und man kann direkt loslegen, rausholen, reinstecken. Nee, nicht reinstecken, um die Ohren stecken und dann Musik hören. Jo, also probiert es gerne mal aus, wenn ihr sagt, so ein Design, das ist doch genau das, worauf ich gewartet habe. Und das wäre es gewesen. Alles gesagt von meiner Seite aus, schöne Dinger und bis zum nächsten Mal hier bei Me Applecat. Macht's gut!